Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Marsch. Ja, düngen geht noch nicht, habe ich gerade geschaut. Und da müssen wir uns halt anderweitig beschäftigen. Wir haben ja genug Arbeit. Wir werden unsere Fahrzeugeflotte mal waschen und reparieren und vorbereiten für die Ernte der meldet Regen. Eigentlich für die Ernte. Wenn Regen ansteht, dann ist es nicht trocken. Dann geht das auch wieder nicht. Okay, dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Jetzt werden wir mal schnell die Fahrzeugflotte waschen. Nicht alles, aber auch hinten gerade aktuell brauchen. Und zwar für die Ernte. Bisschen so, ne? Kurz reparieren, volltanken noch Möglichkeit. So. Reparatur. Genau, das machen wir hier, ne? Die anderen fahren noch ein bisschen. Da liefern noch entsprechend Rohstoffe. Und ich werde hier ein bisschen Wartung durchführen. Ja, düngen geht sowohl auf Grasfelder nicht, als auch unsere neuen Felder. Weil, drinnen. Dann können wir gleich mal eine Ladung Heu extra nochmal holen vom Lager. Und im Globalmarkt halt schon in der Mischfabrik reingehen. Die brauchen wir so oder so. Abladen nicht, Junge. Die wollen ja aufladen. Und zwar für die. Unser Anno steht da noch. Aber war Futter voll. Von daher alles gut. Dann müssen wir nächstes Mal einen kleinen Anhänger fahren lassen, ne? Das ist sinnvoller. So. Das Heu knallen wir rein in den Mischfutterfabrik und dann werden wir den Traktor entsprechend da einstellen, wo der anders steht. Und dann für die Ernte bereithalten. So, des Weiteren könnten wir noch ein bisschen hier dekoratieren, Drucker Dekos machen, ne? Und ein bisschen hier Straßen kennzeichnen. Aber sowieso habe ich keine Ahnung, da muss man sehen, Lust an Laune haben. Ja, Schuppenfräsen müssen noch gemacht werden. Als weitere Option. Vorbereiten für nächstes Jahr Pflanzen von Bäumen. Ja, nächstes Jahr. Dann ruhig abkippen und den werden wir gleich bereitstellen für die Weizenernte. Gucken, wie Wetter hier. War nicht so gut. Ach, Stroh noch, ja. Genau, so Regen. Das ist gar nicht so problematisch. Aber es soll gut trocknen, ne? Also plus. Also. Recht hoher Wind. Dann mal schauen, ne? Überraschen. Da kann ein paar Stunden Regen das auch machen. Hoffe ich jedenfalls. Okay, dann haben wir Stroh. Stroh für die Kühe. Ah, ne, nehmen wir trotzdem nicht. Wir nehmen den anderen, müssen wir den anderen mal entfernen. Weil das bringt ja nichts. Der andere steht am Wege. So. Den stellen wir genau daneben oder hinter. Im Grunde ein Drescher, ein Feld, ein Traktor, ne? So ungefähr dachte mir immer so anfangs. Die kleinen Felder. Und die großen Felder können jedoch 2-3. Wenn zuerst ein Raps kommt, dann später. Das ist das weiß ich jetzt schon. So, den kommen auch gleich waschen, ne? Wenn der Motor durchläuft, das ist gut. Geht da was rein? Minimal, ne? Dann gedacht. Dann fahren wir den Rest ins Lager. Geht ja nicht anders. Oder globaler Markt. Wird auch gehen. Und Lager geht auch, da können wir auch verkaufen zur Not. Das könnten wir sogar machen.
Aber dem Raum war auch für die Ernte. Das heißt, Traktor, Kippe, waschen, reparieren und bereitstellen. Ne? Auch wenn die Ernte anfangs und ins Wasser fallen wird. Aber gut, das ist halt so. Ne? Das passt vielleicht sogar, da können wir düngen. Aber ich wollte erstmal Stroh zum Kühen und Schwein fahren. Das ist auch wichtig. Das zweite Lager. So. Ich hab nicht mehr so viel in mein Lager. Aber wir kriegen bald neues Stroh. Aber im globalen Markt ist extra viel drin. Da könnte ich zur Not. Die Silage ist blocking, dann ist BGH voll. Das ist auch okay. Ja, dann werde ich von Thüringen den ganzen Häcksel gut in den globalen Markt fahren. Und dann werde ich hier entsprechend die Silage herstellen. So, ob ich ein Silo nehme oder ein paar Meter, das weiß ich noch nicht genau. Hängt vom Geld ab. Ein paar Meter ist aber ein bisschen bequemer. Weil da fährst du rein und dann fährst du wieder raus. Ne? Brauchst kein Fahrzeug zum Aufladen. Schau mal. Ob ich heute die Aufnahme mache oder morgen, mal schauen. Aktuell ist ja die Folge Nummer 3 für den Marsch. Rein rechnerisch kommen noch 4. Das ist 18 Uhr, mal sehen, dann mal kurz Pause machen. Ihr kriegt Stroh. Da braucht noch eine Fuhre. Mehl steht aber auch schon, ne? Also entweder ist der Dings voll. Oder wir haben keine Milch mehr, das kann auch sein. Er wird voll sein da oben. Aber auf Stufe 3, Geschwindigkeit 5, ist die Verarbeitung nicht allzu schnell. Also das Problem ist aber auch dabei, selbst wenn die zu schnell wäre, wir hätten ja gar nicht die Zeit, um alles zu verkaufen. Das wäre das andere Problem. Ne? Weil irgendwann das Lager voll wird in den Endprodukten. Wäre auch blöd, ne? Dann bräuchten wir einen Angestellten, der mitmacht. Wir expandieren, wir stellen niemanden ein. Für 0 Euro durch die Stunde. Dann ist der Stroh alle hier. Naja, gut. Da muss man sich überlegen, ob wir einen Ballen machen oder per Sammelwagen, ne? Sammelwagen wäre ja ein bisschen sag mal einfacher. Jetzt wo wir ein O3 müssen wir nur anschließen, ne? Also den Abladepunkt hier. Das wäre ja schnell erledigt, ne? Aber durch den Stahl sollen sie nicht fahren, das ist auch anscheinend, das ist nur ganz blöd. Ja. Nicht im Stahl hingefahren, ne? Das war eben das nächste Problem, ne? Also ein Problem. Das möchte ich eigentlich nicht, ne? Dass der O3-Fahrer immer wieder im Stahl entfernt, ne? Ich meine, solange die Fahrzeuge nicht so groß sind, geht das. Aber wenn sie zu klein sind, passen zu groß sind, passen nicht durch, ne? Dann wird's eng. Geht dauernd Ärger mit dem Verein hier. Der meckert dauernd voll ist. Das fahren einfach ein Schwein, dann müsste man Schwein. Die brauchen nicht so viel. Ja, dann müssen wir den Stroh entsprechend anschließen. Das muss man gleich machen. Zum Abladen Stroh und Heu.
In erster Linie immer Stroh. Da können wir heuer auch gleich machen. Das ist ja der Kurs hier vorhanden. Und dann fahren wir gleich mit dem nächsten Kurs wieder raus. Gehen wir hier los. Von hier irgendwo. Die eine Spur ist ja schon davon. Ist ja davon. So. Das muss ja als Angestellter sein, ne? Ne, da. Den Heuabladepunkt machen wir jetzt nicht. Den wäre jetzt Spekulation, ne? So. Da ist der Regen. So, abladen Stroh. Ab. Oh. Waage. Warum macht er denn da hinten hin? Ungünstig, ne? Der da machen müssen. Zurück. Dann lösche ich den mal ganz kurz. So. Bin ein bisschen irritiert. Zwar. Macht dann wieder verkehrten Punkt, glaube ich. So, wahrscheinlich verschieben. Ja, mach ich doch, weiter. Mal verschieben. Ah, jetzt geht oben. Und dann müssen wir Punkt 2 wieder verbinden, ne? Gut. Müssen wir auffüllen den Rest, ne, für die Schweine. Und dann muss der Kurs Richtung, ja, weitergehen. Dass er mir nicht im anderen Kurs rauf fährt. Das ist ganz wichtig. Denn sonst fährt er ja durch den Stall durch, das soll er ja nicht, ne? So. Dann müssen wir hier mal bei Gelegenheit eine Straße malen, ne? Oder den bisschen erweitern. Dann fährt er jetzt hier lang. Und da gehen die Pfeile in die... Ja, nach außen, das passt. Sonst wäre es ungünstig, sag mal so, ne? Also die Kurve so groß nehmen müsste. Wir fahren jetzt hier ran. Und da ran. So, wir fahren jetzt mit dem Schwein. Und beginnen mit der
Und enden mit der Auszeichnung hier, ne? Dann hatte ich schon einen Punkt mehr gemacht, gleich mal gelöscht. So. Über zum Schwein. Strohgehen. Der Regen ist nicht so gut. Aber die Ernte wird heute deswegen nicht beginnen und morgen auch nicht. Also, ja, nicht so dramatisch. Und dann mache ich mir mal einen Kaffee. So. Schweine mögen Stroh. Sobald die irgendwie Stroh haben, dann wühlen die sich gerne drin um. Ne? Also, wühlen das, decken das Futter drin und so. Ne? Und kauen dran rum. Das sind halt Tiere, ne? Abfahrer, achso, habe ich immer gemacht, glaube ich. Ne, das war ich nicht. Das war Holger. Hier der blaue Kurs ist ja eigentlich vom Feld her, ne? Vom ehemaligen Feld. Den ich umfunktioniert habe zum Platz für die Schweine und so, fertig. Dann können wir den Anhänger zurückfahren zum Hof. Aber ich sage schon mal tschüss und ciao. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Tja, würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder da seid. Dann geht's weiter hier am Arsch. Ansonsten heute Abend um 14 Uhr weiter auf Thüringen. Und was da jetzt genau läuft, weiß ich auch nicht. Aber wird schon sein, wird gutes sein. Häckselgut, Mais, denke ich mal aktuell. Ja, dann machen wir hier mal nachher weiter. Ja, Regen. Kühe haben Stroh. Strohlager ist angeschlossen, im Fall des Falles. Ja, tschüss, wir winkeln, normal, ne? Ist ja egal. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Like, kommentieren, immer schön kommentieren. Gut für die Quote, für den Algorithmus, sag mal so. Ja, dann bis, ciao, bis morgen, bis dann und tschüss.